Hey Jagdfreunde, willkommen in den Rocky Mountains. Endlich mal wieder auf Silver Ridge Peaks unterwegs, ist schon richtig lange her. Und warum wir heute hier sind, hat auch einen Grund. Vor über 2 Jahren bin ich das erste Mal in die Rocky Mountains gezogen. Ich war damals von der Karte so beeindruckt, dass ich mir eine eigene Lodge dafür gemacht habe. Mit viel Glück fand ein Diamant nach dem anderen hier Einzug, doch das Bison fehlt nach wie vor. Heute ziehen wir wieder mal los auf der Suche nach dem Diamant-Bison. Ich bin schon direkt am ersten See und sehe auch die erste Herde Bisons, sogar mit einem neuen Gebiet. Ich glaube, der Dreier da vorne war sogar der größte. An Waffen habe ich heute einen bunten Mix dabei. Einmal den modernen Vorderlader. Ich bin gespannt, wie das sich hier auf Silver Ridge Peaks schlägt. Dann noch mitgenommen die Vasquez. Einfach so ein bisschen für die Herausforderung. Und dann noch für die Büffel oder für die Bisons die Miller. Kleiner Haken ist natürlich, wir müssen jetzt deutlich näher ran. Aber ich denke mal, sollte klappen. Checken noch einmal kurz die Lage, da steht auch nochmal eine Herde. Nochmal ein Dreier. Oh, und sogar ein Vierer bis 2,23. Wir drehen mal um. Wir sind ziemlich nah an der zweiten Herde dran. Problem ist hier tatsächlich, dass ich eine relativ schlechte Übersicht habe. Ich weiß nicht genau, was der Vierer ist. Den legen wir erstmal hin. Der stört uns jetzt gerade nur. Ich versuche mal noch ein bisschen nach oben zu kommen und hoffe, dass ich da einen Winkel habe. Falls euch übrigens wundert, warum ich mich komisch anhöre, es ist noch saufrüh. Draußen ist noch stockdunkel. Ich bin gerade aufgestanden. Ich hoffe, es ist nicht zu ätzend. Und das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Die Weihnachtspalme, das geht auf jeden Fall noch. Der hier mit dem Höcker, ey, das muss der Vierer sein. Zumindest einmal spotten wäre schon gut. Jawohl, das ist er. Vierer auf 55 Meter. Ich würde sagen, das muss eigentlich reichen für die Miller. Noch ein Ticken nach rechts. 50 Meter, komm, wir versuchen es. Theoretisch in Deer Range. Geht auch langsam runter. Ich glaube, das hat gepasst. Immer noch unser Vierer. Jawohl, auf 25. Auch der geht runter. Also die überzeugt mich gerade extrem. Vor allem der letzte Schuss war ziemlich spitz. Ist auf 50 runtergedroppt. Wir schauen uns die mal an. Das müsste auch direkt hier unser Vierer sein. Keine Ahnung, ob man das an den Hörnern erkennen kann. Wie gesagt, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Punkten in Deer Range. Erster schöner Gold, 184. Okay, hat relativ weit unten gescored. Aber trotzdem, was hat die Miller gemacht? Ja, hat auf jeden Fall gereicht. Und ein knapper Tausender. Und hier haben wir noch den zweiten. Der hat 2 bekommen. Der letzte war dann okay. Darauf kann man aufbauen. Jetzt kann es weitergehen. Das ist genau das Schöne, was mir an Silver Ridge Peaks so gut gefällt. Ich bin eigentlich auf dem Weg zum nächsten See und da drüben kommt eine relativ große Bisonherde. Hier laufen ein paar Maultierhirsche an mir vorbei. Oh, oh, gar nicht mal so verkehrt. Ich lasse ihn jetzt aber trotzdem ziehen, denn ich möchte die Bisons hier nicht verscheuchen. Da ist ein Dreier. Ah, zieht jetzt direkt an mir vorbei, wir werden den nehmen. Ich hoffe, der geht runter. Der hat auf jeden Fall Bock jetzt. Der eine ist gefallen, der andere geht hier ganz langsam runter. Es ist nur ein Dreier, deswegen beende ich es jetzt mal schnell. Auch wenn ich ihn jetzt mit 3 Schüssen getroffen habe. Bin gespannt, wo der erste hinging. Zu weit hinten, ja, hätte ich mir fast gedacht. Der zweite, über den müssen wir hier nicht sprechen. Dritte hat gepasst, trotzdem. $700 und der zweite, nochmal gute $700. Kommt wenigstens ein bisschen was rein. Ich bin ziemlich nah an der nächsten Herde dran. Stellen sie hier schön auf. Wieder ein Vierer mit dabei, bis 230 diesmal, also es wird langsam größer. Man sieht es jetzt hier auch echt ganz schön, war mir nicht bewusst, wie viel größer die dann aussehen. 100 Meter, ey. Ich habe bei der Miller echt so ein bisschen Angst. Ich muss auch ehrlich sagen, das Scope, dafür gibt es kein Fernrohr, ist nicht so easy. Wir gehen mal einen Tick näher ran, aber ich weiß gerade noch nicht genau, wie wir den holen wollen. Aber uns wird was einfallen. Ich glaube, jetzt hat sich ein ganz guter Winkel ergeben. 79 Meter, das muss reichen. Getroffen habe ich es. Ich hoffe, das war nicht zu weit hinten, ey. Ich hoffe wirklich. Oha. Ganz ehrlich, sieht nicht gut aus. Ich renne jetzt einfach mal hinterher. Oh, Jagddruck ist da. Könnte doch gereicht haben. Bin ich extrem gespannt. Aber die Büffel, die machen sich ja auch gar keinen Stress. Jawohl, der hat auch gepasst. So, schauen wir uns mal an. Ging bis 2,30, ist glaube ich das größte Bison, das ich hier auf Silver Ridge Peaks geschossen habe.
Gold 186, wieder so niedrig, gibt's ja gar nicht. Aber der Schuss war in Ordnung, ich meine, die geht nicht weit rein. Und hier ist Nummer 2, ja, waren beide in Ordnung, weiter geht's. Ich habe hier gerade direkt das nächste Vierer gefunden, ich habe es zwar schon verscheucht, aber ich will es unbedingt mal testen, denn der neue Vorderlader kommt mir deutlich schwächer vor als der Oldschool-Vorderlader. Und der Oldschool-Vorderlader hat mit so einem Bison überhaupt keine Probleme. Er geht runter, aber nicht so schnell. Also die liegen bei dem alten deutlich schneller, würde ich sagen. Ja, ist gefallen, hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Aber ich weiß nicht, wie es euch vorkommt. Ich finde den neuen nicht ganz so stark wie den alten. Nächste Vierer, ich bin da wirklich jetzt gespannt auf den Respawn. Irgendwann muss ja mal ein 5er Bison kommen. Wird langsam Zeit. Die ersten schönen Bisons hatten wir erlegt und die Miller-Flinte hatte uns dabei gute Arbeit geleistet. Ich habe mich anschließend dazu entschlossen, mich nochmal eine Runde aufs Ohr zu hauen und in den frühen Morgenstunden loszuziehen, um auf Wapiti-Suche zu gehen. Seit dem letzten Update habe ich noch nicht alle Gebiete der Wapitis bei mir auf der Karte entdeckt, aber ich wollte in ein paar Hotspots mal einen Besuch abstatten. Auch wenn wir hier den Diamant schon bekommen haben, wäre einer mehr auf jeden Fall nicht schlecht. Der kommt jetzt hier langsam runter. Schönes Vierer-Wapiti. Wir haben nur einen Versuch. Ja, müsste gepasst haben. Junge, der Sound, ey, der gefällt mir so gut. Ist für mich wirklich die beste Waffe, was den Sound angeht. Sonst rennt nichts Großes mehr weg. Den schauen wir uns gleich an. Hat sich schön unter den Baum gelegt. 363, ja, gerade so Gold. Gerade so erwischt. Wir sind am nächsten See. Hier sind auf jeden Fall Wapitis, habe ich schon gesehen. Hier ist nur leider auch Puma. Feindgebiet, kann man fast sagen. Dem neuen Radius, wo man die Tiere verscheucht, muss man echt aufpassen. Kriege ich den noch? Gepasst. Ich hoffe, die bleiben. Ja, war knapp. Ging bis 300 hoch, ist jetzt nicht riesig, aber den kann man mal gut mitnehmen. Oh ja, den hat der Vorderlader ganz schön gut erwischt. Solider Gold, schönes Geweih. Ah, hier ist noch ein schönerer Vierer, ist nervös. Vielleicht hängt da wieder irgendwo ein Puma mit in den Bäumen. Könnte jetzt auch ein bisschen knifflig werden, denn das ist auch so ein kleiner Nachteil an dem modernen Vorderlader. Der nullt nur bis 150 und bis man nachgeladen hat, ist dann so ein Tier auf einmal ganz schön weit weg. 320. Ich habe keine Ahnung, wie ich da anhalten müsste, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Und er stellt sich zum Trinken genau hinter die Bäume. Alles für die Wissenschaft. Jo. Falls ihr selber mal mit dem neuen modernen Vorderlader unterwegs seid und Tiere auf über 150 Meter erlegen wollt, schauen wir uns das Ding mal genauer an. Beim Hyperion Scope könnt ihr euch wieder an den Punkten orientieren. Bei einer 150er Nullung gleicht der erste Punkt ungefähr 200 Meter aus. Beim Wapiti, das ungefähr auf 330 Meter stand, hätte ich also deutlich weiter oben anhalten müssen. Der Schuss ist also ziemlich sicher irgendwo weiter unten im Gestrüpp eingeschlagen. Das bedeutet, die Hälfte des Striches vom Scope sind immer ungefähr 100 Meter mehr. Solange die Power reicht, sollten also auch weitere Schüsse mit dem neuen Vorderlader kein Problem sein. Ich bin kurz vorm See, da hat schon wieder irgendwo ein Puma gefaucht. Also die sind für mich manchmal ein bisschen nervig. Gehört einfach zum Spiel, aber manchmal tut man sich dann schon echt schwer. Junge, ist der groß. 4,69? Der hat nur 4,69? Ich glaube, ich habe schon lange keinen richtig großen mehr gesehen, aber das ist halt einfach ein 5er Wapiti und das ist ein safer Troll. Verdammt nochmal. Oh, hier ist aber wirklich was los, du. Moderne Vorderlader ist da wahrscheinlich so die schlechteste Waffe, die man dabei haben kann. Aber wir nehmen jetzt den Troll mit. Da muss einfach was Größeres her, ey. Im ersten Moment war ich mir sicher, dass der höher scored. Trotzdem sehr schön. Das sind schon auch große Dinge, aber geht runter. Ich denke, das war die Single Lunge. Sonst rennt jetzt hier nichts mehr weg. Müssen wir bald mal wiederkommen. Da liegt ja unser Troll. Ja, wenn man ihn jetzt so sieht, wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Trotzdem schon imposante Geweih, was die Dinger hier drauf haben. 459. Schuss war in Ordnung. Single Lunge auf 165 Meter. Sehr gespannt, was danach kommt. Ich bin jetzt noch hier zu dem kleinen See, weil ich da ein Zelt hatte. Das war früher mal so mein bester Spot für Schwarzbären oder einer der besten. Mittlerweile ist Schwarzbärenjagd, finde ich, immer noch extrem schwierig auf Silverridge Peaks. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Vielleicht sind hier auch ein paar Wapitis. Ah, das sind welche. Nur ein Dreier. Aber hier zumindest auch noch ein Vierer. Der Spot gefällt mir auch so gut, weil man einfach eine extrem schöne Übersicht hat, wenn man da von oben runterkommt.
Ich hoffe, ich habe ihm nicht in die Schnauze geschossen. Er geht langsam runter. Ich bin gespannt, wo ich ihn getroffen habe. Vielleicht hat er ein drittes Nasenloch. Also er ist ein gutes Stück gerannt. Mal gucken. Knapp an der Nasenspitze vorbei. War sogar die Single Lunge und dann kommt er noch so weit. Und für einen Vierer auch echt nicht so groß. Was mir an Silver Edge Peak so gut gefällt, ist, dass man oft auch abseits der Seen einfach losziehen kann und immer was findet. Und genau das habe ich anschließend gemacht. Von Truthähnen über Bären und Bisons habe ich dann eine recht schöne Gabelbockherde entdeckt. Und es war höchste Zeit, das Luftgewehr auszupacken. Was wirklich das Coole bei der Vasquez ist und vor allem auch nach dem Update umso mehr, wo der Spookradius beim Schießen deutlich weiter ist. Die ist einfach viel leiser. Müsste gepasst haben. Sah eigentlich ganz gut aus. Ja, geht langsam runter. Und das sollte die Tiere da hinten überhaupt nicht beeinflusst haben. Die sind immer noch ruhig. Dauert zwar ein bisschen länger, bis die Tiere dann fallen, aber ihr verschreckt einfach nicht so viel. Und wie gesagt, man muss Wind und alles ein bisschen mehr beachten bei dem Luftgewehr. Das macht schon Spaß. Falls ihr die Vasquez noch nicht so oft gespielt habt, die 0 zwar nur bis 100, aber das ist eigentlich ganz einfach, denn mit dem Hyperion Scope könnt ihr euch das so merken, dass jeder Punkt, der nach unten geht im Endeffekt, 50 Meter weiter ist. Ich hoffe, der hat auch gepasst. Ja. Geht sofort runter. Also da kann man auch etwas weitere Schüsse noch ganz gut machen. Das müsste der erste der beiden gewesen sein. Genau, der Dreier, also Single Lunge auf 149 Meter. Kein Problem. Und da liegt auch schon der zweite. Sogar die Doppellunge hier auf 140 Meter. Bisschen weit hoch, aber ein schöner Gold. Ich bin jetzt gerade einfach noch mal ein bisschen weiter geschlichen. Da hinten sind noch ein paar Gabelböcke am Fressen. Wind ist ein bisschen suboptimal. Da ist noch ein Dreier. Der ist wahrscheinlich gleich weg, aber ich kann nicht weiter runter gehen, weil da ist der Hügel drinnen. Oh, das ist sogar eine Max Weight. Wie weit ist der? Ne, der geht nur bis 57. Also irgendeiner könnte da dabei sein, der zumindest noch einen Ticken größer ist. Da ist noch einer. Sieht jetzt aber nicht so groß aus. Nochmal ein Dreier. Da liegt auch noch irgendwas, oder? Oh boy. Fünfer mittelwachsam. Ich weiß nicht mal mehr, wie er gescored hat. Ich bin einfach direkt runter, weil der schon auf wachsam war. 94 bis 109. Alter, das ist ein guter Kandidat. Ich hoffe, er beruhigt sich mit dem Wind. Sieht auch gerade super symmetrisch aus. Ich versuche nach rechts zu kommen. Ich muss den irgendwie aus dem Wind rausbekommen. Holy moly. Also um mich rum trappelt es überall. Ich hoffe, dass sie sich nicht gegenseitig davon scheuchen. Mit dem Wind wird es langsam besser. Spray habe ich auch drauf. Dir mit der Vasquez, es wäre mal wieder soweit, oh Gott. Tja, wo ist er hin? Ich war eigentlich super vorsichtig. Mit dem Wind müsste es auch besser geworden sein. Ich kann gerade nicht sagen, ob er abgehauen ist. Er hat keinen Warnruf mehr von sich gegeben. Vielleicht ist er auch einfach weitergezogen. Ich werde die Spur mal verfolgen. Ich hoffe, wir sehen ihn gleich wieder. Es ist halt wieder das alte Spiel, ey. Der Dir rennt Richtung Wind. Es ist so oft... Ich glaube, ich habe sie gefunden. Da unten hat aber auch gerade noch was geschrien. Ja, und natürlich ist es der Fünfer. Aber zumindest rennt er jetzt mal aus dem Wind raus. Wir haben Sicht auf ihn. Jetzt müssen wir nur noch verfolgen. Richtige Position abwarten. Und dann ist er dran. Ist auf nervös geswitcht. Wir müssen mal warten. Vielleicht kommt er auch gleich zurück. Wäre natürlich optimal. Seine Herde ist hier links von uns. Bisschen knifflig. Nicht so einfach. Was dann gefolgt ist, erspare ich euch jetzt einfach mal in voller Länge. Es war ungefähr eine Stunde typische Call of the Wild Verfolgungsjagd. Ich habe versucht, dem Gabelbock den Weg abzuschneiden. Ich habe versucht, um ihn rumzulaufen. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Er war immer irgendwie im Wind. Ich muss mich mehr als einmal daran erinnern, dass Geduld eine der wichtigsten Eigenschaften beim Jagen ist. Und irgendwann hat sich's ausgezahlt. Es ging hier los. Ich bin hier entlang geschlichen. Hier rum, habe ihn jetzt hier zickzack verfolgt. Hier, hier, hier. Und jetzt... haben wir ihn genau hier. 113 Meter. Ich hoffe, die Vasquez lässt uns jetzt nicht hängen. Ich hoffe, ich kann ihn ein bisschen alarmieren, dass er sich aufstellt. 94 bis 109, das ist schon ziemlich hoch. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn der trollt, das ist wieder so ein Moment. Alt F4, der muss einfach Dir machen. Getroffen habe ich ihn. Jawohl, er geht runter. 25 schon. Gabelbock down. Oh wei, man freut sich da aber wirklich umso mehr, wenn man diesem Tier fast eine Stunde hinterhergeschlichen ist. Bitte nicht trollen. Bitte nicht. Da vorne liegt er. Gabelbock Dir wäre echt richtig cool. Waren lange Zeit so meine Lieblingstiere fast im Spiel. Wir schauen ihn uns mal an.
ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von denen noch nicht so viel gesehen. Ich kann jetzt ganz schwer sagen, ob das reicht oder nicht. Ich meine, das Scoring war richtig hoch. Ich würde auch sagen, wir reden nicht länger rum. Boah, jawohl. 104,6, also ein richtig großer Brocken. Schuss war auch ordentlich, Doppellunge auf 86 Meter, das reicht mit der Vasquez. Richtig, richtig schöner Gabelbock. Da freue ich mich wirklich extrem drüber. Ausstopfen, so viel Kohle haben wir noch. Bison haben wir zwar immer noch nicht, aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.